Meine Damen und Herren, die letzten 10 Jahre waren überaus ereignisreich und es spricht vieles dafür, dass auch in den kommenden Jahren Deutschland vor neuen, vielleicht auch gleichbleibenden, aber ich vermute auch vor neuen sicherheitspolitischen Herausforderungen stehen. Wir kennen heute diese Herausforderungen nicht, nicht im Detail und wahrscheinlich nicht einmal im Grundsatz. Manches lässt sich erahnen, vieles aber wird überraschend kommen und unerwartet. Wir wissen aber, dass wir so gut wie möglich vorbereitet sein müssen. Vorbereitet auf das Unerwartete. Das müssen Sie einmal leisten können. Es gilt, Krisen frühzeitig zu erkennen und ihnen entschlossen entgegenzutreten, um Schlimmeres zu verhindern. Wo Konflikte ausbrechen und auf unsere Sicherheit ausstrahlen, da müssen wir uns engagieren, ihre Auswirkungen begrenzen und sie möglichst auf Distanz halten zum Schutz unserer Bürgerinnen und Bürger. Das Instrumentarium hierfür ist breit. Politische und diplomatische Initiativen, wirtschaftliche, entwicklungspolitische, polizeiliche, humanitäre, soziale und militärische Maßnahmen. Und so können und werden immer wieder auch gemeinsam mit unseren Verbündeten Einsätze der Bundeswehr notwendig werden. Wir müssen dabei in jedem Einzelfall begründen und begründen können, inwieweit die Interessen Deutschlands oder seine internationale Verantwortung einen solchen Einsatz rechtfertigen oder erfordern, aber auch, welche Folgen ein Nicht-Einsatz hat. Mit Blick auf die zunehmende Entstaatlichung von Bedrohungen und ihre asymmetrische und unkonventionelle Ausprägung wird dabei unsere gemeinsame Aufgabe nicht einfacher, sondern anspruchsvoller. Gerade hier im Einsatzführungskommando wird das größer gewordene Spektrum der neuen Aufgaben der Bundeswehr besonders anschaulich. Die neue Ausrichtung der Bundeswehr ist fällig, sie ist sicherheitspolitisch nötig und sie ist kompliziert. Unser Ziel ist es, die Bundeswehr so zu strukturieren und auszustatten, dass Deutschland seine nationalen Interessen wahren und gleichzeitig seiner gewachsenen internationalen Verantwortung gerecht werden kann. Der Schutz unserer Bürgerinnen und Bürger bleibt erste und vornehmste Aufgabe des Staates. Allerdings muss unsere Sicherheit auch aus dem Steueraufkommen bezahlt werden. Das begrenzt allzu kühne Ausgabenwünsche und zwingt uns zur klugen Konzentration auf das Notwendige. Und die alten Hasen im Raum und draußen wissen, das war im Übrigen immer so. Die Neuausrichtung verlangt uns ab, eine Menge Dinge gleichzeitig zu tun. Wir müssen die Streitkräfte umbauen, zugleich den Übergang zu freiwilligen Streitkräften bewältigen. Bei alledem dürfen wir die laufenden Einsätze nicht vernachlässigen. Das will alles gut durchdacht, solide geplant und mit großer Ernsthaftigkeit vorbereitet, entschieden und anschließend umgesetzt sein. Es geht um eine Neuausrichtung aus einem Guss mit Weichenstellungen, die sich langfristig bewähren und nicht schon nach wenigen Jahren komplett neu und umgewendet werden müssen. Die Arbeiten laufen auf Hochtouren. Die Entscheidungen zur Struktur der Bundeswehr im Einzelnen und zur Stationierung stehen im Herbst an. Ich bitte alle darum, warten Sie diese mit Gelassenheit und Zuversicht ab. Meine Damen und Herren, Tod und Verwundung, wir haben es gehört, im Einsatz können niemals völlig ausgeschlossen werden. Sie sind bittere Realität, aber wir dürfen uns niemals mit ihnen abfinden oder uns gar an sie gewöhnen. Wer mit seiner Gesundheit und mit seinem Leben für die Sicherheit unseres Landes und für den Schutz seiner Mitbürger einsteht, der verdient es, dass unsere Gesellschaft daran Anteil nimmt und auch inneren Anteil nimmt. Er verdient es, dass unsere Bürgerinnen und Bürger diesen äußersten Einsatz würdigen. Und ich bin dankbar, dass es so ist. Ich bin dankbar für die Unterstützung, die unsere Soldaten von den Menschen in Deutschland bekommen, gerade wenn wir uns in Trauer verbunden sind. Heute ist auch ein Tag, sich der Kameraden zu erinnern, die in treuer Pflichterfüllung verletzt oder verwundet, oder der gefallenen Kameraden zu gedenken, die für unser Vaterland das Äußerste gegeben haben, ihr Leben. Ich verneige mich für die gesamte Bundesregierung, für unser Land, in tiefem Respekt und Dankbarkeit
vor ihrem Opfer. Unser Mitgefühl und unsere Gedanken sind mit den Angehörigen, Freunden und Kameraden. Meine Damen und Herren, es gehört zu den besten Traditionen eines tüchtigen Soldaten, dass er seinen Dienst nicht nur in treuer Pflichterfüllung, selbstbewusst, fröhlich und bescheiden, sondern in der Regel auch außerhalb des Scheinwerferkegels des öffentlichen Interesses versieht. Das gilt insbesondere für das Einsatzführungskommando. In diesem Sinne dienen Sie unserem Land und Sie dürfen mit Recht stolz sein auf Ihren wichtigen Beitrag für Frieden und Freiheit, auch wenn er nicht wie heute an einem Geburtstag so im Mittelpunkt der Öffentlichkeit steht.